Folge 40. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Das ist es, die 36 habe ich ja nur rumgerannt. Dann hat 37, 38, 39. Das ist die vierte Folge, wo ich es allein probiere. Ich werde es 5 Folgen lang allein probieren. Und dann hole ich mir in der, wenn ich es jetzt nicht schaffe in dieser Folge, dann gucke ich mir vor der 41 mal an, wie man spielen soll. Also so Guide, irgendwas, Videos. Und wenn das auch nicht reicht in der 41, dann würde ich von da an mit Phantom kämpfen. Weil ich glaube, ich habe dann genug demonstriert, dass ich es nicht schaffe. Vielleicht auch ein paar Mal näher dran war. Dass ich es versuche, dass ich das Spiel respektiere, trotz einer beschissenen Hindernisabfrage. Und dann ist es, glaube ich, auch okay. Okay? So machen wir das. Gar nicht treffen ist aber auch schwach. Schämst du dich nicht? Gerade beschlossen, doch nochmal hochzuleveln einmal. Und zwar tatsächlich Lebenspunkte, denn das ist mir erst in der letzten Ausgabe dieses Let's Plays so richtig klar geworden. Es bringt mir nicht nur einmal am Anfang was, sondern vielleicht kann ich mal vor dem Kampf nochmal hochleveln oder im Kampf, was sonst darüber hinausgegangen wäre schon. Und das andere ist mit dieser Doppelmenschlichkeit. Die bringt mir ja auch sowas. Wisst ihr, was ich meine? Und dann machen wir auf dem Weg doch gleich mal die beiden da fertig. Ich glaube, da habe ich mich nie durchgetraut. Vielleicht ist da ja auch noch was Spannendes bei dem Onion Knight. Oder habe ich es? Dann habe ich es vergessen. Gehen wir aus dem Weg hier. Darf ich hier mal durch? Ist ja nicht zu fassen. Jetzt kriege ich hier noch Probleme. Ich weiß, ich kann hier meinen Trick machen. So, jetzt. Müsste eigentlich reichen. Dann eh noch. Ich weiß, der ein oder andere von euch hätte sich gewünscht, ich hätte trainiert, dann hätte man die erste Folge sich sparen wollen. Aber warum? Ich finde, ich spiele doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube echt, dass das der bislang härteste Gegner ist. Also die Spinnenfrau kam mir auch unglaublich schwer vor. Dann hat mir das Sapphire Weapon gezeigt, wie es ganz leicht geht. Ja, ja, wenn man das halt so verinnerlicht hat. Das war jetzt schlecht gerade. Aber, ja, da hatte ich keine Stamina mehr. Und prompt rächt es sich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der etwas schwerer ist als andere. Mag reines Pech sein? Nee, sogar. Nee, nee, das ist Standardtarif sozusagen. So, da will ich rein. Und da gehe ich es doch mal auf die volle. Und genau, und dann steigere ich noch einmal. Ich würde zu gern als Mensch rumlaufen, aber geht halt nicht. So. Machen wir hier schon mal ein bisschen. Klar, den habe ich ganz vergessen. Das sind ja 3 in Wahrheit. Seht ihr? Jetzt wieder. Wie das geschehen konnte, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Und wirklich, ich möchte nicht aus Versehen den Onion Knight hier erwischen. Jetzt. Okay. Dann heilen wir uns mal. Ja, es sind 2. Mal lieber nicht zu unvorsichtig agieren.
Könnte da hinten zum Beispiel eine Abkürzung sein? Ich weiß es nicht. Ah, der kommt auch, kommt allein. Das ist ja ein ungewohnter Bonus. Die sind halt einfach sportlich. Rittersleut halt. Müsste reichen. Da noch zu dir. Noch einer hockt hier nicht drum, oder? Oder ich war ja schon mal, weil hier ist nichts, gell? Ah, blöd. Sie machen ja schon auch Schaden, wenn man sie nicht ernst nimmt. Ja, und dann ist hier eine Tür, die habe ich jetzt freigeschaltet. Eine weitere Abkürzung, behaupte ich mal. Und da ist eine Kiste, die machen wir erst danach auf. Ja, hier sind wir. Okay, alles gut. Viele Abkürzungen. Langsam wird es langweilig, wollte ich schon sagen. Dämonen-Titanit. Immer gern genommen, danke. Wer schießt denn hier? Ach, das ist wieder der verrückte Bogenschütze. Aber sonst gibt es hier nichts, oder? Dafür, dass man dauernd in ihren Rücken geht, könnte der Rücken spannender gestaltet sein, finde ich. Jetzt. Und dann noch den Buben da und dann noch ein bisschen und dann reicht das bald fast schon wieder. Ich kann das jetzt auch alles relativ frei. Moment, muss kurz eine Fliege killen. Nicht geschafft. Ich bin halt im echten Leben einfach kein Killer. Ich habe da diesen Zehntelsekunden Verzögerungsnachteil. Echter Fliegenkiller. Wie konnte der mich denn da bitte treffen? Ich hatte Stamina. Ich hatte den Schild oben. Das ist doch komisch, oder? So. Gut, 10.000 reichen aber immer noch nicht. Ich brauche 19.000. Das ist der schnellste Weg. Dadurch. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Das Bett. Habe ich ja schon lange vermutet. Ne, da geht gar nichts. Dass man hier irgendwie noch. Helft mal kurz, was ich eigentlich machen muss. Ach, das geht jetzt da wieder hoch. Ach, gar nichts ab. Na, egal. Gut, dann laufe ich noch einmal, wir haben ja erst 8 Minuten, einmal da hoch, gucke mich um, was gibt's hier, nix, wieder runter. Hier nicht noch ein? Ah, da komme ich ja her. Ja, das traue ich mich nicht hier. Also den müsste ich halt irgendwie. Ja, jetzt muss ich hier wieder aufpassen, dass er mich nicht durch die Wand erreicht. So ein Blödsinn aber auch. Also 19.000. Jetzt halt auch nichts, was Menschlichkeit gäbe. Der drüben, der gibt 1000, dann zweimal 3000. Jetzt sind wir schon wieder fast da, wo ich hin muss. Das ist kein super tolles Gebiet zum Farmen. Muss ja auch keine Menschlichkeit geben. Was ich auch nicht ganz kapiere, hat man denn gar keine Chance auf Drops und nur eine ganz schlechte, wenn man nicht menschlich ist. Ah, ich
Warte mal, ich habe vielleicht sogar einen Ring für so einen Fall. Achso, die Ringe. Ich habe mir, das ist jetzt peinlich, aber das ist auch, dass er mich getroffen hat. Ich habe mir jetzt lange nicht mehr angeschaut, was ich so in Sachen Ringoptimierung machen könnte. Ich könnte natürlich auch mal einen machen, ich habe doch sogar zwei, oder nicht? Von diesen, sie brechen, aber man verliert keine Seelen beim Sterben, aber das bringt sie eigentlich auch nicht. Da habe ich zu früh aufgegeben, quasi nach der Erkenntnis, dass ich ja eh nicht mein Blitzdings da hochsteigern kann. So, wie war das? Ich muss mich auf einen konzentrieren. Ja, super. Oh Gott, jetzt macht der mich ja fertig oder was? Nicht allein, aber mit seinem Kumpel. Oh, jetzt wird's gerade knapp hoch. So, komm, lauf weg. Jawohl. Die Fliege ist ein echtes Störinstrument, sage ich euch. Da stehen noch mal zwei kleine. Ach, die kommen hier zu zwei. Ah, nee, der eine geht schon wieder. Sehr gut. Geh du nur. Ach, da hatte ich nicht gesehen, dass er schon wieder schlägt. Aber das hatte ich ja gesehen. Zur Abwechslung. Ja, mach du nur. Cool, wie ich da ausweiche. Finde ich zumindest. Jetzt habe ich es gesehen, aber nicht reagiert. Aber immerhin einiges mit dem Schild geblockt, der ja einen guten Blitzblocker hat. So, jetzt müsste er eigentlich abmarschieren. Nee, noch nicht ganz. Vor allem möchte ich nicht, dass er sich heilt. Aber jetzt komm. Ui, der ist doch stark, der Angriff. Ah, das, ich Depp. Das habe ich doch gesehen. Nee, nee, nee. Ach, scheiße. Das weiß ich auch, warum der 3000 bringt. Einfach zu nervig, wenn der sich hier dann einmal komplett heilt. Das war auch fies. Da haue ich ihm an den Klöten rum und dann macht das seinen Superpower-Angriff hier. Schaffe ich das noch? I don't know. Ich habe mich schon mal leichter getan gegen den. Ah, Mist, da muss ich noch mal hin. Und dieses Mal muss ich es besser machen. Und dann muss ich auch, es sind schon wieder drei, es ist immer dieser Druck. Ich würd privat schon anders spielen, ganz ehrlich. Wisst ihr, wie ich privat spielen würde? Ich würde da 2-3 Stunden nichts anderes machen als farmen, ohne diesen Zeitdruck, und schnell und so. Und dann wäre ich mit ziemlicher Sicherheit dann auch leichter fertig, weil ich einfach etwas stärker wäre. Es soll kein Vorwurf sein, ich sehe mich hier schon in der Rolle des, nun ja, auch Entertainers. Und ich fände es selbst nicht interessant. Also ich würde eh mein eigenes Let's Play, glaube ich, nicht anschauen, sage ich euch ehrlich. Liegt aber an meiner echt tierischen Zeitnot, die ich stellenweise habe. Ich mache nie wieder 16 Japan-Videos, außer es wird mir richtig, richtig gut bezahlt. Anyway. Und, nee, weil es, ach, ich möchte euch gar nicht sagen, was da gerade wieder alles schief läuft. Und, aber wenn ich mein eigenes Let's Play gucken würde oder ein vergleichbares, ist ja nicht ganz unlustig teilweise, dann würde ich auf gar keinen Fall zusehen wollen, wie einer rundenlang nichts macht, außer zu grinden. Also rundenlang, alter Strategiespieler, damit meine ich folgenlang, in Wahrheit. Bist du jetzt mal tot hier? Nerviges Bürschle hier. Bist du noch? Das müsste eigentlich reichen. Gut.
Aber jetzt machen wir auch da oben keinen Unsinn. Wir holen uns erst die Seelen und davor hole ich mir den Bogenschützen. Es bringt einfach nichts anderes zu machen. Ihr würdet es auch nicht wollen. Andere Richtung einfach. Da unten liegen sie. Danach habe ich dann definitiv genug. Da liegen ja schon 11.000, 15. Dann mache ich die beiden Fritzen fertig oder ein, das reicht. Dann laufe ich aber auch nochmal beim Schmied vorbei, ob die nicht doch was droppen. Ja, nicht jetzt. Nachher, wenn ich die Seelen habe. Beeindruckend. Ich war nicht aufgeschaltet, gell? Sonst hätte ich ihn blocken müssen. Ja, selbst mit dieser eher primitiven Schlagaustauschvariante komme ich doch ganz gut zurecht. Gut. Da ich aber ein misstrauischer und leidgewohnter Mensch bin, gucke ich mir jetzt nochmal an, wo ich eigentlich hin muss. Auf die andere Seite, genau. Ja, der kann jetzt erstmal kommen und auch beide. Vielleicht könnte ich ja mal es schaffen. So. Ja, seht ihr, wenn ich von Anfang an nur einen habe, wird es sicherlich leichter. Beide springen in der Gegend rum. Aber die sind schon härter zu knacken als die normalen. Und dann noch dieses Heilen, dieses völlig unnötige Heilen. Das muss echt nicht sein. Ich muss auch dieses Mal besser gucken, wann er das dann macht. Weil das ist alles, was ich da mache. Ja, aber ich verliere halt auch Stamina. Das kenne ich mittlerweile. Heißt auch nicht, dass ich es immer... Aber das weißt du doch. Abwehren kann. Jetzt habe ich ihn gut gewischt. Ja, so, ich muss ihn... Ja, ich muss ihm zwischen die... Ja, nein, komm! Habe ich es denn jetzt unterbrochen wenigstens? Ich dachte, ich wäre weggekommen. Wie habe ich denn das geschafft, ihn da nicht zu treffen und noch Schaden zu bekommen? Das ist ja echt peinlich. Wenn er jetzt klug ist... Ja, aber es hat mir ein bisschen was netto gebracht. Aber jetzt komm. Das ist es. So, es müsste zum Aufstieg reichen, aber wo ich schon mal hier bin, oder? Komm, 3000 ist nicht zu verachten. Na, ja, das mit dem Springen will gelernt sein. Ja, das war doch die Chance. Was machst du denn? Ja, war ich noch ein Stück zu nah dran. Kann ich das unterbrechen? Ich glaube, ich habe es unterbrochen. Waffe in Gefahr. Ja, ich mache dann nochmal was dran. So, komm. Lange machst du es nicht mehr. Also eine komm her! Nein! Scheiße! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Halbe Sekunde zu spät und die Kacke geht von vorne los. Ach Gott. Ja, das sind jetzt sind es teuer verdiente 3000 Steine. Aber das ist gut, das muss ich besser hinkriegen. Da mache ich nämlich in Windeseile sowas von Schaden. Ja. Ja, ich muss an die aggressiver dran gehen. Das bringt überhaupt nichts, da so voll
vorsichtig rumzumachen, sondern man muss an ihn dranbleiben und ihm Schmerzen zufügen, und zwar genauso. Das war jetzt richtig gut. Und demnächst mache ich es jetzt immer so, und dann ist es auch nicht mehr so ein Problem. Gut, jetzt gehen wir zum Schmied. Da geht's. Wo bin ich? Orientierung. Ach, hier. Und dann, ich weiß, sind schon wieder 20 Minuten vorbei, aber dafür habe ich noch mal ein Level. Und dann werde ich auch noch ganz kurz bei den Gargoyles da oder was das sein sollen vorbeischauen. Und dann mache ich 2, 3 Versuche am Stück gegen den Doppelpack. Bang und Olufsen fürchten sich schon. Nein, er kommt wieder. Ich habe keine Lust, ich brauche mal eine Pause. Lass da einfach mal was liegen. Tut aber nicht. Selbstmord. Oh Gott, ja, ich dachte schon, ich komme nicht mehr weg. Nee, die lassen nichts liegen. Wisst ihr, wenn ich nicht diese Menschlichkeit... Ist halt auch die Sache, wenn man halt weiß, was so auf einen zukommt, dann könnte man auch sagen, komm, bevor ich hier 4 Runden lang anlaufe, ich hole mir jetzt erstmal Menschlichkeit, dann hole ich mir ein paar Drops, verbessere meine Waffe weiter. Dann ist man unter Umständen am Ende effizienter dabei, als wenn man das macht, was ich hier mache. Aber man weiß es halt nicht immer. Steht da noch einer? Das ist 2. Gerade die Orientierung verloren. Bye bye. Und du noch. Ja, das weiß ich aber. Das weiß ich halt auch. So. Der Großbogen habe ich nicht jemals verwendet. Nee, da geht nichts. Das heißt, dieser Gargoyles-Helm. Was macht denn der nochmal? Gift, Blut brauche ich alles nicht. Na, der wäre schon in vielem besser, gell? Und es gibt keine Rüstungssets. Entscheidend ist doch eigentlich nur, ob ich noch diesen Fast Roll habe. Ist ja lächerlich. Funkeltitanit. So, ich habe aber... Ich habe falsch gedacht, natürlich. Scheibenkleister. Was hast du denn noch zu verkaufen? Ich brauche so 20.000. Was hast du denn für 4.000 anzubieten? Noch eine grüne Scherbe. Lass mal. Noch mehr Pfeile. Lass mal. Okay. Gut. Achso, hier geht's. Wo geht's schneller? Ach, ich weiß es schon nicht mehr.
Texte. Ihr könnt vorspulen, wenn es euch gerade langweilig vorkommt. Wie gesagt, diese Folge noch einige ernsthafte Versuche. Dieses Aufrüsten immer lange dauert und dann unterbricht man es wieder. Ach, jetzt was mache ich denn gerade für einen Mist? Da hinten geht's raus. Ich habe eigentlich schon Lust, ihn zu packen. Vorm nächsten Mal werde ich dann, wie angekündigt, einfach gucken, dass ich mir mal so einen Bossfight angucke. Aber ist denn es auch wieder, ist es eine ganz andere Skillung als meine? Es hat alles seine nicht immer nur Vorteile. Hä? Okay. Was lustig, wie mir das hier überhaupt keine Sorgen mehr bereitet, durchzulaufen. Ich da an so 6, 7 Folgen zurückdenke. Viel mehr sind es, glaube ich, noch nicht, seit ich 8 Folgen, seit ich hier im Gebiet bin. Also, dann haben wir Vitalität gesagt. Und dann machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen. Ah, Waffe reparieren sollte ich mal machen. Das habe ich irgendwie vergessen. Kann ich vielleicht gar nicht, ich weiß es gerade nicht. Weil die ist immer noch rot. Ja, nee, geht. Okay, es geht auf die 30 Minuten zu. 3 Versuche machen wir, okay? Eigentlich nur ein. Einer reicht ja. Ein guter Versuch. Jetzt komme ich nicht durch, sonst wollte ich jetzt echt mal einfach... Was ist das denn? Nee, so nicht, Leute. Nein, so nicht. Eine andere Variante. Habe ich es gut gemacht? Ich finde, das habe ich jetzt echt gut gemacht. Fako, das nervt echt. Mich nervt echt nicht viel in diesem Spiel. Aber das nervt. So eine Scheiße. Gibt man sich alle Mühe. Und dann das. Und gleich nochmal, wenn ich Pech hab. Gleich mal weg vom Eingang, sonst trifft er mich von hinten noch, der Scheißkerl. Ja, und es trifft er mich mal wieder. Ich bin ausgewichen. Ach.
Ja, darfst du jetzt durchlaufen oder nicht? Der Adlerschild ist richtig schön. Das sehe ich jetzt erst. Genau, immer mal wieder ans Blocken denken. Dann können wir natürlich auch auf beide kämpfen, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, eher dranbleiben an den beiden. So Gefühl, ja, und in eine Linie bringen, wie auch immer, immer in eine Linie. Also jetzt zum Beispiel muss ich abhauen, weil es nicht mehr in einer Linie irgendwo hinter mir. So. Ja, das war vielleicht zu cocky. Jetzt gucken wir mal. Finde ich. Ihr müsst mir nicht zustimmen. Das war nicht so toll. Jetzt muss ich mal schnell wieder kurz tanken. Gefällt mir gerade gar nicht schlecht. Außer dass der zweite Bub halt jetzt schon wieder... Ah, scheiße! Warum läuft der jetzt dieses Mal außenrum? Oh, schade eigentlich. Das hätte auch anders ausgehen können. Jetzt weiß ich gerade nicht, wohin rennen. Jetzt brauche ich Glück, dass ich es zum Trinken schaffe. Ja, und nochmal dasselbe. Ich habe immer noch nicht genug, natürlich. Und trinken. Ich selbst den konnte ich so ein bisschen blocken. Also mehr blocken, weniger frohlocken. Das war jetzt sehr frech. Und ich habe es sogar überlebt. Und also so weit hatte ich sie kombiniert nie runter bislang. Aber ich vermute mal ganz stark, dass der blöde Scheißkerl, wie ich ihn zu nennen beliebe hier, wenn ich einen von beiden besiege, sieht gar nicht schlecht aus. Nicht ganz schlecht aus. Aber das kann jetzt sehr schnell enden. Ja, es hätte fast schon geendet. Aber noch bin ich im Rennen. Wenn es diese Wiederbelebung... Vielleicht kann man ja auch beide gleichzeitig killen. Das wäre ein Spaß. Nee, ich mache das hier nicht mehr, glaube ich. Aber es war mein bislang stärkster Versuch. Eigentlich soll ich danach aufhören, weil erfahrungsgemäß wird das dann nicht besser. Ich habe auch noch die Menschlichkeit, aber die will ich jetzt gerade eigentlich nicht. Ich sehe den zweiten nicht. Wo ist der zweite? Ah, da ist er. Jetzt macht er sein. Jui! Genau, das wusste ich. Ah, Schiete. Schade eigentlich. Schade, dass ich so knapp versage. Es ist nämlich echt jetzt gar nicht schlecht gewesen, ha? Hier. Die Einschläge kommen näher. Ich muss den Ornstein knacken. Ich bin sicher, dass irgendeine Schwäche oder so. Aber ich habe euch ja drei Versuche versprochen. Mir tut die Hand gerade weh. Wow. Hier wird gelitten und geschnitten. Aber ich versuche immer so ein bisschen zu lernen. Und ich würde sagen, dass ich so tendenziell... Kann ich mal irgendwann wieder so einen Treffer setzen? Dass ich tendenziell, obwohl es meiner Natur, die feige und vorsichtig ist, widerspricht, dass ich tendenziell an den Viechern dranbleiben sollte, so schwer es fällt. Es wird halt immer dann brenzlig, wenn ich dann so unter 50% der Hitpoints bin. Dann brauche ich da mehr Coolness, als ich mich traue. Das war jetzt schlecht. Naja, komm, mache ich halt mit 9. Was mache ich denn da jetzt?
Sag mal, gibt's das noch, diesen Backstep? Bin ich zu blöd? Okay, Leute, so nicht. Das bringt ja alles nichts. Da würde ich mir auch wünschen, dass es bequemer wäre, durchzulaufen. Ich probiere es einfach mal mit dem Durchlaufen. Das zählt natürlich nicht als Versuch. Pech gehabt. Zurück ins Körbchen. Ach, na gut, aber das nehme ich jetzt hin. Ich bin ja auch in den letzten mit 9 gegangen. Letzten ist 8 oder 9, das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was auf dem Platz und vor dem Spiel passiert. Jetzt möchte ich aber diese Schmach hier zumindest mal vermeiden. Immer wieder. Das ist echt, also das sieht man auf einmal richtig scheiße aus, was immer geklappt hat. Ich verstehe das manchmal nicht. Da muss es um Nuancen des Winkels gehen, den man nutzt oder irgendwas. Ich meine, es ist doch nicht hier auszuhalten. Das wird ein verkorkster Versuch. Nee, jetzt bin ich mutig. Ja, schlecht getimt. Ich versuche es mal, also das wird nichts, aber rein zum Erfahrungsgewinn versuche ich echt an den Scheiß. Achso, nochmal. Nee. Nee. Und da ist immer noch einer hinter dem Gang, der auch noch. Okay, das war ein kurzer Versuch. Da war immer noch einer auch hinter der Nebelwand, aber das zählt. 2. So, und jetzt. Aber mehr als einen guten Versuch pro Folge schaffe ich irgendwie nicht. So, und vor dem nächsten werdet ihr sehen, bin ich dann ausgeruht und leg meine Strategie zurecht. Dann habe ich 4 Folgen lang, ja auch nicht überwiegend, aber zumindest zum Teil versucht, die Scheißkerle. Spare ich mir den Rückweg, wisst ihr? Habe ich ehrlich versucht, die Scheißkerle zu besiegen, aber ich habe ja auch durchaus aufgelevelt. Ich würde schon sagen, so 1,5 Stunden Nettokampf, naja, auch nicht. Nee, es geht ja dann doch immer relativ schnell. Was mache ich denn hier gerade? Habe ich dann da drauf verbraten? Ich habe mich jetzt immerhin, seit ich angefangen habe zu spielen, 3 oder 4 Mal aufgelevelt. Das darf man auch nicht vergessen. So. Ach, immer die Ecke hier. Noch eine Ecke, wo ich hängen bleibe, nicht zu fassen. Ja, es, mir fehlt es auch gerade echt in den Fingern an Kraft. Aber vielleicht schaffe ich ja wenigstens das hier mal, ohne wie ein Idiot auszusehen. So, komm. Dann machen wir mal einfach eine andere. Jawohl. Und wieder zurück. Das war jetzt nicht so ganz toll. Aber ich glaube, das reicht. So, jetzt Stamina. Komm her. Mhm. So, jetzt Hitler. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Das sieht alles sehr schlimm aus. So, wo ist denn der Ornstein? Der Trampel. Okay. Und wie war's? Ich will nahe dran. Okay. Und dann mal wieder springen. Einfach auf Verdacht. Genau. Okay. Ja, das bringt ja gar nichts. Ja. Auch hinter denen könnte ich ja mal versuchen.
hinten dran zu kommen. Also den kleinen, das ist die große Erkenntnis, kann ich blocken, aber mein schwerer Schlag hat mal so überhaupt nicht geklappt. Jetzt x-mal in Folge. Da muss ich jetzt mal abdüsen. Oh nee, und jetzt ist ja reiner Zufall, dass der da in dem Moment schießt. Idiot. So. Naja, manchmal ist es wirklich reines Glück, ob man noch unter so einem Ding wegkommt oder nicht. So. Gut, dass es auch mal geklappt hat. Da hatte ich jetzt Glück, dass ich noch am Boden war. So. Jetzt muss ich mal schnell was einwerfen. Auch lustig, wie der sich bewegen darf, gell? Da hatte ich jetzt Glück. Eine Sekunde früher und er hätte mich erwischt. So. Ich weiß, ich bin gerade mutig. Aber ich weiß, was ich tue. Seht ihr? Ich glaube, näher dranbleiben. Also gerade außerhalb der Reichweite. Dumm ist nur, ich würde es gerne tun, wenn es ein Auto-Heal gäbe, das es leider nicht gibt. Und darum muss ich dann in solchen Situationen doch immer wieder sehr aufpassen. So. Was machst du denn da für Mist? Das hat ihm wehgetan. Immerhin mal wieder auf 50% grob. Da fragen wir jetzt nicht nach dem... Na, Pecho. Mhm. Nicht weggesprungen, selber schuld. So. Ah, da komme ich nicht mehr weiter. So. Kommt, dass ich ihn einmal besiege. Also den Kleinen, dass ich wenigstens sehe, was mit dem Großen passiert. Ach, da bin ich doch eigentlich gesprungen, Leute. Das ist gemein. Und da, das war jetzt Pech, dass der in dem Moment schießt. Da kann ich sogar zweimal trinken. Weg, auch wenn du es gerne hättest. So, runter hatte ich ihn, glaube ich, noch nie. Und jetzt... Ah, das war Pech. Aber zum Glück bin ich ein paar Meter geflogen. Da muss ich eigentlich fast dankbar sein. Schade. Kein schlechter Versuch. Ich habe zwei gute Versuche in einer Folge. In der 41 fallen die beiden. Hä? Danke fürs Zusehen.